Aus dem Homeoffice wird Dörte Göritz, Mitarbeiterin der BGW, zugeschaltet. Ihr Gesprächspartner Patrick Öffner von der Firma Gripability und Entwickler assistiver Technologien sitzt in einem Rollstuhl vor einem Hintergrund mit Trennwänden. In der Hand hält er eine Greifhilfe. Frau Göritz hat ihr mittellanges, blondes Haar zusammengebunden. Sie trägt ein helles Shirt. Herr Öffner hat braunes, zurückgekämmtes Haar und einen Dreitagebart. Er trägt ein rotes Poloshirt. Und wir zeigen hier mal das Bild, haben wir die Teilnehmer wieder bei uns. Genau, wir wollen jetzt mal das Thema der Digitalisierung aus einer globaleren Perspektive betrachten. Also wir haben hier eine Grafik, die auch aus der Studie der Aktion Mensch stammt. Hier geht es um gesellschaftliche Trends und Treiber. Und interessant finde ich schon allein die Unterteilung. Also einmal werden hier gesellschaftliche Strömungen genannt. Einmal werden soziotechnische Trends aufgeführt. Wobei geht es um soziotechnische Trends? Und zwar, das finde ich sehr interessant, dass dieser Begriff von der Aktion verwendet wird, weil der wird von uns schon auch seit sehr vielen Jahren verwendet. Und zwar ist es ein Begriff aus der Arbeitspsychologie. Bei dem soziotechnischen geht es um die Verbindung von Mensch mit Maschine. Und eigentlich arbeiten wir in der heutigen Zeit ja nur noch in soziotechnischen Kontexten und Zusammenhängen. Also stellen Sie sich mal eine Lebenssituation vor, in der der Mensch heute nicht mehr in irgendeiner Verbindung zur Technik steht. Da muss man wirklich schon irgendwie in den Wald gehen und dort am besten nichts dabei haben, dass man in so eine Situation gerät. Also ich will damit sagen, allein die Tatsache, dass wir unser Smartphone überall mit dabei haben, dass wir im Büro arbeiten, wir am PC, wenn wir uns bewegen, Mobilität. Wir sind in der Mobilität, sind wir in einem Auto oder sitzen auf einem Fahrrad. Also wir sind eigentlich sehr häufig als Menschen in diesen soziotechnischen Kontexten unterwegs, also fast immer. Ja, egal, was wir machen, beim Kaffee kochen, haben wir eine Kaffeemaschine. Und dann gibt es halt noch die technologischen Treiber. Und hier sind halt eben drei Ebenen, die benannt werden. Wir wollen hier nicht wirklich näher darauf eingehen. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne noch genauer anschauen im Nachgang. Und wer natürlich jetzt möchte, dass wir das eine oder andere, den einen oder anderen Trend nochmal genauer besprechen, der schreibt das bitte in den Chat. Und an der Stelle möchte ich gerne noch einen Trend nennen, den ich in dieser Studie vermisse. Und zwar ist das die Blockchain-Technik. Und zwar die Blockchain ist ja etwas, was man im Moment in erster Linie kennt aus dem Bereich der Kryptowährung. Aber die Blockchain, im Grunde genommen ist die Blockchain eine Computertechnologie, bei der es darum geht, dass man Dinge verschlüsseln kann und dass diese verschlüsselten Daten, also es geht insbesondere natürlich um die Verschlüsselung von Daten, dass die dezentral vorgehalten werden können. Und deshalb finde ich, dass es wichtig ist, den Begriff der Blockchain-Technik zu kennen und parat zu haben, weil ich glaube, dass es eine der technologischen Trends ist, der der Monopolisierung entgegenwirken kann. Also sprich, dass der eben dazu beitragen kann, dass es nicht mehr immer nur Google oder Facebook oder Amazon oder andere der Gigakonzerne sind, die die Richtung bestimmen. Und sprichwörtlich dazu hat auch unsere Bundesregierung hat tatsächlich schon eine eigene Blockchain-Strategie aufgesetzt. Die kann man auch online über das Bundesministerium für Wirtschaft, glaube ich, abrufen. Genau. Und das nur zu den Trends. Also jetzt haben wir ja mal geschaut, was gibt es für Trends? Wo geht die Reise hin in der Digitalisierung? Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ein ganz wichtiger Faktor ist, den ich ja eben schon mal genannt habe. Wie sieht es aus? Einerseits mit den Monopolisten, also den großen Organisationen, die die Digitalisierung vorantreiben. Genannt können da halt
noch andere Firmen außer den schon genannten, zum Beispiel Tesla könnte man noch nennen. Amazon habe ich eben schon genannt, ist natürlich ganz wichtig, wobei es mir jetzt schwerfällt, das gesamte Spektrum zu benennen. Amazon ist nicht ein Online-Händler einerseits, Amazon ist auch ein Marktplatz andererseits. Amazon ist ein Digitalisierer, also ein Verwalter von Daten, der mittlerweile so zertifiziert und vertrauenswürdig ist, dass schon seit vielen Jahren unsere Polizeidaten auf Amazon Cloud-Servern etc. Lagert und auch lagern darf. Und Amazon bietet Streaming-Angebote an und ganz, ganz viele Sachen. Wir sehen also, dass dieses unermüdliche Wachstum dieser Konzerne natürlich für uns aus unserem demokratischen Verständnis her auch etwas unangenehm sich darstellt. Und wir wollen das nicht alle. Wir wollen uns auch nicht alle dahingeben. Und die Gesellschaften, die stehen natürlich diesen Unternehmen gegenüber. Und ich glaube, der Vergleich eines solchen Unternehmens mit einer Gesellschaft, der ist sehr berechtigt, weil diese Unternehmen sind wirtschaftlich tatsächlich deutlich und stärker als sehr, sehr viele der Gesellschaften. Natürlich können sie nicht mit den ganz großen Industrienationen konkurrieren, aber ich glaube, Amazon und die Schweiz oder Google und solche Länder, die diese Größe haben, da kann man schon Vergleiche ziehen. Und das bedeutet also, wir werden natürlich unsere Regierungsebenen, sei es die europäische oder auch die Bundesregierungsebene, die denken natürlich darüber nach, wie sie regulieren können, um dieser Sache entgegenzuwirken. Es ist natürlich nicht einfach, weil wir auf diese Strukturen in gewisser Weise angewiesen sind und das gesellschaftlich ja nicht selbst erkennen, ersetzen können von heute auf morgen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit gelernt, dass die Privatwirtschaft vieles besser kann als der Staat und dementsprechend sind wir da zurückhaltend, sehr zurückhaltend sogar. Und wir sagen halt, dass die Behindertenhilfe da durchaus so eine Möglichkeit hat, eine gewisse ausgleichende Rolle zu übernehmen, weil sie eben im sozialen Bereich tätig ist einerseits und nicht unter wirtschaftlichem Druck steht andererseits. Und das öffnet Chancen, die aus unserer Sicht wertvoll sind. Und auch wenn vielleicht den einen oder anderen die TED-Abfragen müde machen, also genau, machen wir, es ist die vorletzte jetzt, wir bitten nochmal hier teilzunehmen, halten Sie durch. Wofür nutzen Sie digitale Technologien, Frau Göritz? Vielen Dank. Gerne, Herr Öffner, die Umfrage läuft. Die Antwortmöglichkeiten lauten: Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten, Zugang zu sozialen Medien, Einkauf von Produkten und Dienstleistungen, Spielen, Unterhaltung. Herr Öffner, hören Sie mich wieder? Ja. Ja, ich war gerade mal wieder kurz weg. Das Umfrageergebnis liegt vor. 67% nutzen die digitale Technologien zur Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten. 33% nutzen sie als Zugang zu sozialen Medien. Ja, und das war es dann auch schon. Wunderbar, vielen Dank. Okay, dann haben wir uns jetzt Trends angeschaut. Wir haben uns die Risiken für die Gesellschaft angeschaut im Zusammenhang mit den Monopolstellungen, die entstehen und den Gesellschaften mit ihren sozialen Interessen etc. und natürlich auch mit den Wahrungen des Datenschutzes. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf ein wichtiges Thema, das im Moment vorantreibend ist. Da spielt der Begriff der Blockchain
eine Rolle. Und da spielen aber auch andere Dinge eine wichtige Rolle. Und zwar gehen viele Experten davon aus, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, wo die Entwicklung von der Plattform zur Sinnökonomie quasi sich jetzt weiterentwickelt. Dann stellen wir uns erstmal die Frage, was ist denn die Plattformökonomie? Die Plattformökonomie bedeutet, dass wir halt immer mehr Unternehmen bekommen, die sich nur noch um so ein Ding kümmern, um ein Thema. Also zum Beispiel Essen bestellen. Da kommt ein Unternehmen, das sagt, ich mache jetzt eine App und auf der ganzen Welt gehst du auf meine App und die sagt dir dann, wo du die nächste Pommesbude findest, beziehungsweise wo die nächste Pommesbude ist, die dir die Pommes nach Hause bringt, oder die nächste Pizzeria und oder das im Bereich der Hotellerie oder im Bereich des Handels etc. Es geht darum, dass Plattformen gebildet werden. Das passiert natürlich auch im Bereich der Pflege. Es werden immer mehr Angebote gemacht, die von großen Dienstleistern kommen, die dann sagen, okay, bei uns kannst du Mitglied sein und dann buchst du dir für 25 Euro die Stunde jemanden, der kommt dann zu dir nach Hause und macht das, was du gerade gemacht haben möchtest, kurz für dich und unterstützt dich dabei. Also das ist in vollem Gange, die Gestaltung der Plattformökonomie. Man merkt aber schon, dass die Sinnökonomie auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal halt diese Handelsplattformen hier an. Ich habe vieles von der Folie schon vorweggenommen und hätte da bestimmt eher mich zeigen können. Genau, das wäre etwas persönlicher gewesen. Aber das sind all diese genannten Plattformen, die wir kennen und die wir benutzen. Und die Wissenschaft geht halt davon aus, dass dadurch, dass der Mensch, der in diesen digitalen Welten lebt und arbeitet, immer mehr das Bedürfnis hat, dass auch irgendwie seine Umgebung und sein Handeln, sein Alltag mit einem Sinn verbunden ist. Und das ist eben nicht, man geht nicht nur noch morgens zur Arbeit, ist da quasi mehr oder weniger nur teilweise anwesend und geht nachmittags heim, um eben Essen und ein Haus, also eine Unterkunft zu finanzieren, eine Wohnung oder was es auch immer sein mag, sondern man möchte, dass die Arbeit eine gewisse Sinnhaftigkeit in sich trägt. Und da haben wir hier an dieser Stelle die Bedürfnispyramide nach Maslow mal aufgeführt, die eben diese Stufen zeigt, wie das sich so verhält. Der Maslow ist halt davon ausgegangen, dass der Mensch erstmal natürlich trinken, essen möchte und schlafen und so weiter. Und dann möchte er das auch noch sicher machen. Dann möchte er im nächsten Schritt das Ganze in einem sozialen Kontext erleben, eben mit anderen Menschen zusammen. Und dann kommt er irgendwann auch als Individuum noch an die Reihe und sagt, ich möchte in diesem sozialen Gefüge eine gewisse Position oder Rolle haben, etwas darstellen. Und dann kommen eben die Fragen der Selbstverwirklichung. Und wir möchten auch bewusst machen, dass dieses Thema bedacht wird, weil die Behindertenhilfe auch da die Möglichkeit hat, sowohl ihre Jobs, also das, wo sie Mitarbeiter akquiriert, die dabei helfen, die Unternehmen zu entwickeln, zu transformieren etc., weil sie damit diese Leute gewinnen kann, weil natürlich die Behindertenhilfe diesen sinnhaften Arbeitsbereich bietet und bieten kann. Und natürlich auch im Zusammenhang bei der Entwicklung digitaler Produkte kann und sollte das mitgedacht werden. Und wir haben jetzt hier halt eine Folie gemacht, wo wir sagen, beobachtet und versteht, was passiert. Was passiert in der Digitalisierung? Wer sind unsere Klienten? Ja, in Zukunft. Welche Bedürfnisse werden sie haben? Die Klienten, die heute im Seniorenalter sind, die werden natürlich Gesellschaft bekommen durch jüngere Klienten, die nachkommen, die Geschwister haben, die sehr digital leben etc., die Familie haben, die schon wesentlich digitaler lebt etc. Und da wird es noch eine ganz andere Bedürfnisse wird es geben, halt, die dann von den Organisationen unter deren Dach
diese Menschen arbeiten und ihre Freizeit gestalten etc. Erfüllt werden müssen. Und wir sagen auch, sammelt das erstmal. Das muss nicht gleich bewertet werden, sondern es gilt darum zu schauen, was können wir tun? Was können wir jetzt schon tun? Was wird in Zukunft auf uns zukommen? Und wie können wir Projekte initiieren, die uns dorthin führen, wo wir hin wollen, wo wir zukünftig, wo wir zwangsläufig auch als Gesellschaft hinsteuern und wo parallel zu uns natürlich auch viele Entwicklungen stattfinden. Und wie können wir uns zum Teil dieser Entwicklung machen? Ja, und dann kommen irgendwann halt auch Überlegungen, wie können, und da gehe ich nochmal zurück, wie können diese ganzen Erkenntnisse zusammengefasst werden und werden dann irgendwann, und das hatten wir auch vorhin schon mal, eben zu etwas wirtschaftlich verwertbar. Und jetzt schauen wir uns ein paar Schlüsselfaktoren an. Was spielt eine große Rolle bei der Gestaltung digitaler Projekte? Und da hatten wir schon mal das Thema, die Menschen mitnehmen. Ohne den Menschen geht nichts, weil es geht um den Menschen, es geht mit dem Menschen und der Mensch ist die zentrale Rolle. Und der Fokus der Behindertenhilfe und der Organisation, der liegt eben ganz klar auf einer bestimmten Klientel und auf einer Gruppe. Und dann, das haben wir vorhin auch schon mal formuliert, es geht darum, dass man Projekte schlank gestaltet. Also es geht nicht darum, darauf zu hoffen oder zu warten, dass irgendwann die große, also es gibt das Wort, ich finde es nicht besonders toll, aber jeder weiß, was gemeint ist, dass irgendwann die Wollmilchsau da um die Ecke kommt, mit der man seine Organisation oder seine Einrichtung von heute auf morgen dann in die digitale Welt ziehen lässt, sondern es geht darum, dass wir jetzt schon anfangen. Und wir fangen an mit dem, was wir haben. Halt und wenn es halt nur Smartphones oder Internetzugänge sind am Anfang, dann ist es halt erstmal nur das. Aber wenn wir uns auf die Reise begeben, dann werden sich eben neue Optionen, Projekte und so weiter immer wieder auftun, mit denen man dann Schritt für Schritt weiterkommt. Das haben wir auch vorhin schon gesagt. Die digitale Dokumentation, die ist fester Bestandteil all unseres Handelns. Und ich denke, dass die ein oder andere Einrichtung schon allein damit ausreichend beschäftigt ist, überhaupt erstmal die Infrastruktur und die Strukturen dafür zu schaffen, digitale Projekte zu initiieren und dann zu dokumentieren. Und wenn man das Lernen des Dokumentierens dokumentiert, da ist der erste Schritt, der ist quasi aufgezeigt, aber den gilt es zu tun. Und wenn man dann die Ergebnisse sieht, dann wird man schon wieder den zweiten Schritt vor Augen haben. Und natürlich, das war das, was im Englischen halt mit Pivot or Persevere benannt wird, ist dieses Weitermachen oder Anpassen. Also wir reflektieren, wir betrachten, was tun wir, überlegen uns, machen wir weiter, sind wir auf dem richtigen Weg oder scheint dieses Projekt ins Leere zu laufen, wenig Nutzbringendes für die Beteiligten und für die Organisation in sich zu tragen und dann passen wir entsprechend an und suchen weiter. Und dadurch wird halt Größeres entstehen. Nach und nach wird man Bereiche erkennen, wo man sagt, okay, hier sind Strukturen, die entstehen, hier sind Systeme, die wir in Zukunft brauchen werden, benötigen werden, denen wir mehr Beachtung schenken, in die wir auch mehr wirtschaftliche Kraft hineinfließen lassen etc. Und auf diesem Weg können wir dann halt ganze Produktbereiche oder Unternehmensbereiche entwickeln. Und das beginnt dann natürlich zu münden in Produkt- und Dienstleistungszielen, die uns dann quasi irgendwann offen stehen werden und wo wir sagen, okay, jetzt sind wir als Organisation so weit, dass wir unseren Klienten das, was wir gelernt haben, was sie wollen, als digitales Angebot. Und natürlich ein digitales Angebot
wird ja nicht immer ein rein digitales Angebot sein, sondern wenn man Pflege quasi digital in Auftrag gibt, eine Pflegedienstleistung quasi digital bestellt, dann heißt es ja nicht, dass die Pflege an sich auch von einem Roboter geleistet wird, sondern wir haben da immer halt noch dieses Soziotechnische, also dass Mensch und Technik zusammenwirken. Und wir müssen halt sehen, es wird natürlich Unternehmen geben, die diese Kombination anbieten, eben die Möglichkeit über das Smartphone sich jemanden zu bestellen, der einen von A nach B transportiert und das dann abrechnet über ein Abrechnungssystem. Und das werden halt natürlich auch in Zukunft die Menschen und Familien als Grundlage dafür nehmen, ob die Behindertenhilfe so eine Flexibilität ihren Familienmitgliedern auch anbietet. Genau, und im Grunde genommen sind wir jetzt schon ganz gut hier vorangekommen und jetzt wollen wir uns mal zum Thema Visionen Gedanken machen. Wo geht denn die Reise hin? Was sehen Sie denn, was im Moment bei Ihnen in Ihren Einrichtungen passiert und wohin die Reise in Ihren Einrichtungen geht? Und da gebe ich an Frau Göritz ab. Und bitte hier um die nächste TED-Abfrage. Die TED-Abfrage läuft bereits, Herr Öffner. Ich bin auch gespannt. Wenn ich so rausgucke und die Sonne sehe, habe ich da eher ganz analoge Wünsche. Okay. Aber natürlich geht es hier um die Digitalisierung. Und da wird auch gleich das Umfrageergebnis vorliegen. Und da bin ich sehr erstaunt. 50% der Befragten sagen, autonome Mobilität unterstützt. Die Antwortmöglichkeiten lauten: Überwindung von Behinderung. Autonome Mobilität, unterstützende Robotik, KI. Verbindung von Lebenswelten. Erhaltung von Gesundheit. Mehr Demokratie. Okay, genau, ich konnte Sie auch nicht hören, aber ich Haben denke Sie mich halt, jetzt nicht gehört? Soll ich doch, Ihnen? ja, jetzt können gerne nochmal die Ergebnisse. Okay. Also 50% haben gesagt, die autonome Mobilität und unterstützende Robotik und KI und 50% der Teilnehmer haben die Verbindung von Lebenswelten favorisiert oder haben das als Vision. Ah, okay, das ist auch wieder ein sehr spannendes Ergebnis. Ich teile mal wieder meinen Bildschirm. Wir gehen eins weiter und wir teilen jetzt mal unsere Vision. Wir haben unsere Vision auf das Partizipative und das Demokratische, also auf die Mitwirkung von Menschen mit Behinderung in dem Prozess und auf das soziale Demokratische beschränkt. Wir haben gesagt, okay, das mit den technischen Visionen, das überlassen wir anderen Leuten. Da wird genug vorangetrieben und da haben sie auch ihre eigenen Ideen. Und wir sagen halt, dass eine konsequente, kreative und bisher noch nicht dagewesene Form der Partizipation, dass die uns Dinge eröffnen wird, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja, und es geht im Leben so viel um das Bewusstsein. Was ist das Bewusstsein? Ist das, was in unserem Kopf so passiert? Was können wir uns vorstellen? Entwickeln wir vielleicht Ängste oder was trauen wir uns zu? Wo sind wir mutig etc.? Und wenn wir halt wirklich mal Dinge tun, die wir bisher vielleicht unterlassen haben, aus welchen Gründen auch immer, dann werden natürlich die Ergebnisse auch anders sein, als sie bisher sind. Und das sind genau unsere Visionen, dass die Gesellschaft diesen Wert erkennt. Und ich kann aus meiner
Biografie heraus sagen, ich kenne das Leben ohne eine Behinderung. Ich war 18 Jahre alt, als ich gewechselt habe, die Lebenssituation und die Perspektive dadurch auch. Und ich kenne das Leben mit Behinderung. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist sehr, sehr wertvoll, die Welt mal aus einer anderen Perspektive betrachten zu dürfen und kennenzulernen. Natürlich soll das nicht heißen, jetzt stürzt euch alle sonst wo von der Brücke oder sonst was in der Hoffnung, dass ihr dann mit anderen Augen auf die Welt blickt. Aber das heißt einfach, wenn die Möglichkeit sich ergibt, ohne dass es wehtut oder auch ohne dass es auch nicht wieder umkehrbar ist. Weil das ist ja auch das, was unser Menschsein eben darstellt. Wir haben viele Dinge, die passieren und die können wir nicht rückgängig machen. Ja, Dinge, die wir haben häufig das Problem, dass Veränderungen, gerade wenn es um persönliche Veränderungen geht, die sind sehr, sehr zähflüssig, wenn wir erstmal ausgewachsen sind. Ja, wenn wir sehen, Säuglinge, Kleinkinder etc., die können sich entwickeln, die wachsen, die gedeihen wunderbar. Da denkt man gerade, wer im Garten, so schnell geht das. Andererseits, wenn wir dann erstmal ausgewachsen sind, dann wird das alles etwas träger. Und wenn da was passiert, was nicht rückgängig zu machen ist, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Aber im Zusammenhang mit Digitalprojekten braucht man sich da überhaupt keine Sorgen zu machen. Man kann also da mit großer Zuversicht und Mut sich auf diese Reise begeben und dann eben Teil dieses Change-Prozesses werden, dieses Veränderungsprozesses, in dem unsere Gesellschaft sich befindet. Okay, und damit sind wir auch für diesen Teil erstmal ans Ende der Folie gekommen. Ich würde Sie jetzt gerne einladen, noch Fragen in den Chat zu schreiben, wenn Sie das möchten. Und sonst können wir uns gerne noch ein paar Geschichten anhören oder ich werde Ihnen vorstellen, was unser Unternehmen gemacht hat, wohin wir uns entwickeln, was die Digitalisierung angeht. Genau, dann warten wir an der Stelle mal ganz kurz, ob jemand sich meldet im Chat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann teile ich meinen Bildschirm. Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass ich selbst ein nutzerassistiver Technologien bin und so, es war um das Jahr 2005 herum. Da entstand bei mir das Bedürfnis, und das war im Zusammenhang mit kreativer Arbeit, also mit Arbeit im Atelier. Wir beschreiben das mal so als sehr allgemein. Halt, es ging um Malerei, um Gestaltung, um Arbeiten mit Werkzeugen und Materialien etc. Und da entstand bei mir das Bedürfnis, Dinge greifen und ablegen zu können, einerseits eigenständig und auch die Dinge, die ich quasi dann in den Griff nehme, sehr stabil in den Griff zu bekommen, so dass sie dann auch halt benutzt werden können, dass ich sie benutzen konnte. Und damals, da gab es ja schon das Internet, genauso ungefähr seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sind wir ja in der Situation, dass wir über das Internet Recherchen machen können und dass das auch schon gute Ergebnisse erzielt. Und damals bin ich davon ausgegangen, okay, im Grunde genommen ist es doch relativ simpel, jemandem die Möglichkeit zu eröffnen, eine Greifhilfe am Körper zu tragen, weil wir kennen aus der Prothetik, wenn die Hand ab ist, das haben die Piraten schon kompensiert, gell, da wurde ein Haken dran gemacht und da ging schon mehr als mit dem Stumpf. Und ich musste aber damals tatsächlich feststellen, dass es für diesen Personenkreis, der noch über seine Gliedmaßen verfügt, also die Menschen quasi, die noch ihre Hände und Finger haben, aber die nicht nutzbringend verwenden können, weil sie sie nicht mehr bewegen können, etc., um die hatte sich noch niemand gekümmert. Also die Situation war tatsächlich so, wenn deine Hand fehlt, dann kannst du dir eine bionische Hand adaptieren lassen, die schon wirklich tolle Funktionen mit sich bringen. Wenn allerdings deine Hand noch da ist,
Da kannst du ja nicht nochmal eine extra bionische Hand. Das Ding ist viel zu schwer, zu komplex und gar nicht dafür ausgelegt. Und dann haben wir seinerzeit angefangen, uns mit diesem Thema zu befassen und haben da erste Lösungen entwickelt. Und man hat ja vielleicht, dem einen oder anderen ist es hier schon aufgefallen, ich habe hier an meiner Hand so einen kleinen Greifer adaptiert und da habe ich einen Stift mit einer Gummikappe und das ist meine Tipphilfe. Hier kann ich Tastaturen bedienen, kann den Stift aber auch ablegen, kann mir ein anderes Gerät nehmen, was ich verwenden möchte und so weiter. Und natürlich auch darüber hinaus eine Tasse zum Trinken ergreifen oder einen Gegenstand, wenn es darum geht, einen Löffel oder eine Gabel zum Essen etc. Verwenden. Und auf der Produktebene bedeutet das Ganze, und ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm wieder frei. Fotos von Menschen mit Greifhilfen. Wir haben dem Ganzen den Namen Grippability gegeben und haben dann verschiedene Produktsegmente eröffnet. Ich zeige das hier mal. Wir haben mittlerweile ein mobiles und ein automatisches Greifsystem. Wir haben aber auch einen Systembaukasten zur adaptiven Arbeitsplatzgestaltung und wir haben auch eine Greifhilfe für Einhänder, zum Beispiel nach Schlaganfall, die aktiv verwendet wird. Und natürlich unser Know-how ist eine ganz wichtige Sache und in dem Zusammenhang so eine kleine Nische ist auch noch eine Zahnbürste, die für Menschen mit eingeschränkter Greif- und Haltefähigkeit verwendet werden kann. Und all diese Hilfen sind im Zusammenhang mit Digitalisierung und mit dem Weg in Digitalisierung natürlich von Bedeutung. Bei uns steht der Fokus auf die aktive Handlungsfähigkeit. Also hier bei uns geht es eher darum, wir hatten ja vorhin die Folien uns angeschaut, um die Teilhabe durch digitale Hilfen. Und wir wollen natürlich, dass die Personengruppe, die davon profitieren kann, eben durch die Nutzung unserer Hilfen dann mehr machen kann, als es vorher der Fall war. Und hier sehen wir uns mal verschiedene Beispiele an, eben Menschen, die wie dieser junge Mann zum Beispiel, der keine Handfunktion mehr hat, aber ansonsten topfit ist. Der hat wirklich beide Seiten keine Armfunktion und ist topfit. Der kann durch die Nutzung eines Greifers adaptiert an seinem Unterarm, kann er sehr stark profitieren und dann eben handwerkliche Tätigkeiten erledigen. Oder jemand mit einer starken Spastik, der davon profitieren kann, wenn Dinge festgehalten und vorgehalten werden. Und dann, was uns auch ein großes Anliegen ist, ist es ja so, dass gerade im Zusammenhang mit repetitiven, also mit wiederkehrenden Aufgaben und Arbeiten im Rahmen von Werkstätten mit Menschen mit Behinderung oder für Menschen mit Behinderungen das Thema der Monotonie eine große Rolle spielt. Also, dass wir Arbeitsaufgaben haben, die so runtergebrochen sind oder so einfach sind, dass sie eben von dem Einzelnen nicht auf Dauer wirklich mit Freude ausgeführt werden können. Und wenn wir uns dann mal anschauen, mit was für Biografien wir es zu tun haben, die Menschen kommen nach der Schule, wenn sie 15, 16, 17, 18, 19 sind, in die Werkstatt und bleiben dann dort, bis sie eben ins Rentenalter eintreten. Und das wird ja auch nicht früher, sondern eher später werden in Zukunft. Und da gilt es natürlich, darüber nachzudenken, wie können wir diese Lebensphase, diesen Lebensbereich dann auch so gestalten, dass es eben Freude macht und vor allen Dingen auch Entwicklungspotenzial mit sich bringt. Also, dass man lernt, dass man sich entwickelt. Ich meine, wir wissen von der Herr Öfter. Bundesarbeitsgemeinschaft. Ja.
Herr Öffner, hier kommt eine Frage rein. Sie sagten eben, das Thema Digitalisierung wird zu einem zentralen Element des Change-Prozesses. Was glauben Sie, für wen ist das, dieser Change-Prozess eigentlich schwieriger? Für die Menschen mit Behinderung oder für die Menschen ohne Behinderung? Also ich glaube, und da schließe ich mich der Einschätzung der Aktion Mensch, der Studie der Aktion Mensch an und teile diese Einstellung, dass es eben nicht von dieser, was für ein Wort verwenden wir, von dieser Eigenschaft, der persönlichen Eigenschaft abhängt. Also es wird Okay. Menschen geben, die von der Digitalisierung sehr profitieren und die da eine Riesenfreude dran haben und auch einen großen Nutzen haben, die keine Behinderung haben. Und es wird aber diese Menschen auch geben, die eine Behinderung haben. Und es wird auch andersrum sein, Menschen, die keine Behinderung haben, die mit der Digitalisierung überhaupt nichts anfangen können und dementsprechend in diesem Change-Prozess eben ja zurückbleiben oder unangenehme Erfahrungen machen. Also wir können ja da mal uns ein paar Beispiele überlegen. Also jetzt nehmen wir mal, ich kann meine eigene Biografie verwende ich halt gerne. Ich bin von heute auf morgen quasi körperlich relativ handlungsunfähig geworden. Oder sagen wir mal aus der Perspektive der meisten Menschen komplett handlungsunfähig geworden. Das heißt, auch damit meine Möglichkeiten, körperlich zu arbeiten oder körperlich aktiv zu sein, sind damit quasi verloren gegangen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was das bedeutet hätte in einer Welt, die digitalen Optionen, die in der Zeit, in der ich in diese Situation kam, nicht vorgehalten hätte, hätte sich das komplett, was meine berufliche Situation allein, nur die, betrachten wir mal nur die berufliche, angeht, komplett anders dargestellt. So konnte ich irgendwann sagen, okay, ich möchte mich beruflich orientieren, also schauen wir mal einen PC an. Was bietet mir der PC? Und das war bei mir so in den 90er Jahren, ich glaube, Ende 1993, Anfang 1994. Ich hatte mich als Teenager schon mal mit dem Computer beschäftigt. Der ein oder andere kennt das vielleicht noch, Commodore und was weiß ich, aber das war überhaupt nicht meine Sache. Das war alles noch viel zu langsam. Ich war eher ein junger Mensch, der gerne auf den Sportplatz gegangen ist oder andere Sachen gemacht haben, wo man sehr aktiv sein konnte. Und als ich dann aber in der neuen Lebenssituation da war, war natürlich auch dieser Wunsch, eben eine berufliche Perspektive zu entwickeln, vorhanden. Und dann habe ich damals, war das auch noch nicht wirtschaftlich so ganz einfach, eine professionelle Computerausrüstung, das war aber damals ein Apple Macintosh, heute kennt man Apple als den großen Smartphone-Lieferanten, das iPhone und so weiter, aber damals waren das halt noch Computer. Ausrüstungen, die von Profis im Bereich zum Beispiel des Gestaltenden, also des Layouts, Desktop Publishing ist da der englische Begriff, da geht es halt um Druck. Da ging es halt darum, Zeitungen oder andere Drucksachen vorzubereiten und dann eben auf digitalen Wege auch physisch zu gestalten. Und dadurch hatte ich von heute auf morgen eine berufliche Perspektive und war auf Augenhöhe mit Menschen ohne Behinderung. Ich erinnere mich noch, ein Schwager meines Onkels hat mich kurz nachdem ich diese PC-Ausrüstung quasi in meinem Zimmer oder Büro, wie auch immer, stehen hatte, angerufen und der war Drucksetzer. Und der hat damals gesagt: Hier, Patrick, bei uns im Betrieb fangen die jetzt an und stellen alles auf digital um. Und der war aber halt schon so auch Mitte 50 oder irgend sowas, also vielleicht auch erst Ende 40, Anfang 50. Also er war in einer Lebensphase, wo er noch nicht sagen könnte, ah, nee, ich gehe hier nicht mit, sondern er wusste, er muss mitgehen. Und da hat er tatsächlich mich, der überhaupt keine Ahnung in seinem Berufsfeld, in dem er schon über 20 Jahre tätig war, hatte, quasi als
Erfahrungsquelle nutzen können, indem er mich besucht hat und bei mir die Hardware und, sich hat erklären lassen und die Software sich hat erklären lassen und dann konnte er erkennen, was da beruflich auf ihn zukommt. Also hier haben wir Das mal. ist Ja, Frau Görres? hochinteressant und ich glaube, ich würde das auch gerne mal nutzen, mir von Ihnen die digitale Welt erklären zu lassen. Das Problem ist allerdings nur, wir haben nur noch 2 Minuten. Absolut. Ich habe das im Blick. Ich sehe, dass wir nur noch 2 Minuten haben. Und ich denke, wir Super, sind ja prima. jetzt auch im Ende. Ich wollte jetzt den Schlusssatz dadurch finden, dass ich Perfekt. kurz erzähle, das Beispiel. Wir haben in der Familie eine ältere Dame. Das ist eine Tante von uns. Und diese ältere Dame ist noch sehr, sehr rüstig, über 80. Und die verweigert sich schon seitdem, das mit dem Computer quasi aufgekommen ist, da überhaupt ranzugehen. Und das ist so schade. Und vor allen Dingen, sie hat mittlerweile, erlebt sie halt auch so viel Frust dadurch, dass bei der Bank, du kannst heute kaum bei einer Bank anrufen, ohne dass dein Roboter am Telefon dir erstmal begegnet und sagt, hallo, gib mal bitte das und das und sag mal das und das. Und da sehen wir Chatbot. die andere Seite. Das ist ein Mensch ohne Behinderung, der darunter leidet. Und das gibt es natürlich aber auch in allen Altern. Und genau, und dementsprechend schließen wir, das ist doch ein tolles Ende damit, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ob wir behindert sind oder nicht, sondern dass es nur darauf ankommt, dass wir die Technik nutzbringend für den Menschen einsetzen. Und dass es so wichtig ist, dass wir uns darum kümmern und dass wir es nicht quasi dem rein wirtschaftlichen Interesse überlassen, welche Technik uns dargeboten wird. Und dann wird alles nach unseren Vorstellungen und zu unserem Wunsch, denke ich, sich entwickeln. Und an der Stelle bedanke ich mich ganz Das war doch. herzlich für Ihre Durchhalten und Aufmerksamkeit. Und Frau Göritz, ich übergebe an Sie zum Abmoderieren. Vielen Dank. Frau Göritz aus dem Off. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Öffner. Könnte Ihnen noch stundenlang zuhören, aber meine Verbindung, das heißt die digitale Welt, verabschiedet sich irgendwie gerade sowieso von mir. Und ich danke den Teilnehmern herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Beteiligung an den TED-Abfragen. Und ja, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag und hoffe, Sie können das Wetter ebenso genießen, wie ich es jetzt gleich tun werde. Vielen Dank und auf Wiedersehen an alle. Tschüss, bis zum nächsten Mal.